Herr Sutterlüthi, Sie wurden ja mit dem vorigen Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Also heuer ist ja im Prinzip ein ganz besonderes Jahr. Sutterlüthi ist die beliebteste Marke in Vorarlberg. Sie sind Unternehmer des Jahres, wurden mit dem großen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet, feiern ihr 70-jähriges Bestehen. Kann dieses Jahr überhaupt noch besonderer werden? Naja, wie hat man mir schon gesagt, du bist heuer richtig der Glückspilz. Und ich nehme das auch dankbar an. Ja, ich meine aber, man muss schon versuchen, am Boden zu bleiben, denn das, was ich hier stellvertretend entgegennehmen durfte, war schon eine Leistung eines herausragenden Teams, vom Führungskreis bis hin zu den Hunderten von Teammitgliedern in unseren Märkten. Es war die Leistung von außerordentlich tollen regionalen Partnern, die mit uns über Jahrzehnte etwas aufgebaut haben, das uns heute so ausmacht, wie wir sind. Und es ist natürlich auch die Leistung von vielen Stakeholdern. Da gehört auch VOL dazu, da gehört das Medienhaus dazu, da gehören viele Gemeinden dazu. Das ist insgesamt die Summe einer Leistung von sehr, sehr vielen Austauschpartnern. Und ich sehe mich stellvertretend als jener, der das in Empfang nehmen durfte und bin sehr dankbar darüber.